So herzlich kann Ostduell sein. Sreto Ristić begrüßte Pavel Dotschev beim Duell Halle gegen Aue. Die Laune bei beiden Coaches, zumindest vor dem Spiel, top. Die Erwartungshaltung klar. Die AFC-Fans hofften auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Die 1400 mitgereisten Fans aus Aue wollten ihre Mannschaft siegen sehen und damit weiter oben an die Spitze ranrutschen. 9300 Zuschauer insgesamt und der AFC als Tabellen-16. Mit mutigem Beginn nach diesem schwachen 0:2 am Nachholspiel gegen Unterhaching wurden sie eingeladen von Vukancic. Und der Top-Torjäger des AFC nutzte diesen Klops des Auer Innenverteidigers eiskalt aus. Da brach schon mal ganz viel Last ab vom AFC. Schlimmer Fehler von Vukancic und dann Baumann in allerbester Dazwischenspritzmanier nach 20 Minuten das 1:0 für Halle. Ein richtiger Brustlöser, aber Aue keineswegs geschockt. Nur eine Minute später. Jakob auf Bär, der frei durch, aber der Heber über die Kiste. Das hätte der frühe Ausgleichstreffer sein können. Richtig flotter Beginn an der Saale. Zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Dann Aue mit Stefaniak. Die Flanke, super. Der Kopfball von Cicora noch besser. Ausgleichstreffer, 38. Minute. Der AFC natürlich nicht zu null. Im 25. Saisonspiel Gegentor Nummer 52. Aber wie er sich da hochschraubte gegen Niedfeld. Exzellent, perfekter Kopfball. Nichts zu halten für Schulze im AFC-Tor. Nur zwei Minuten später, Antwort Halle. Freistoß Geiritz. Und der Ball abgefälscht, Männel geschlagen, Halle wieder vorn. Was für eine wilde Fahrt. Tasci hielt in der Mauer die Rübe rein. Männel chancenlos, der AFC erneut in Front. Aber noch viel Zeit in Durchgang 1. 44. Spielminute. Aue suchte schon wieder eine schnelle Antwort. Jakob und dann Bär und da war es, das 2:2. Marcel Bär mit seinem 10. Saisontreffer, auch der Topknipser, der Pfeilchen schlug zu, weil Halle sträflich verteidigte. Jakob konnte entspannt flanken, Eitschberger überhaupt nicht bei der Sache und im Zentrum rutschte Lofolomo weg, war sich nicht einig mit Vollertz. Der AFC frisst weiter, viel zu einfach, Gegentore. 45+9, nochmal Halle, Freistoß, Dennis Bonga verpasste, so viel Nachspielzeit gab's, weil aus dem Halle-Block natürlich Tennisbälle flogen. 2:2 zur Pause, ein richtig munterer Kick. Der ging in der zweiten Halbzeit auch gleich so weiter. 53. Minute, die Riesenchance für Sijaric und eine absolut spektakulär geile Parade von Philipp Schulze aus 5 Metern. So blitzschnell abzutauchen und den Ball um den Pfosten zu wickeln. Einfach herausragend, aber Sijaric auch von Halle wieder komplett eingeladen. Dann ein Schockmoment für die Veilchen. Vukancic verletzte sich nach einem Zweikampf mit Baumann. Die erste Diagnose, auf jeden Fall was am Schlüsselbein kaputt. Bitterer, herber Ausfall für Aue, die aber weiter mutig nach vorn agierten. 65. Vollert verschätzt sich gegen Bär. Dann riss er ihn zu Boden und Schiedsrichter Fuchs entschied richtig. Elfmeter und Rot gegen Vollert. Der wusste direkt, dass er da was verbockt hatte. Oben ganz klar der Griff an die Schulter. Er riss Bär zu Boden. An dieser Entscheidung gab es keine Zweifel. Die Chance für Marvin Stefaniak vom Punkt. 66. Spielminute, das Duell gegen Schulze. Der hatte die Ecke, aber dieser Elfmeter war zu platziert getreten. 3:2 Aue, die Gäste aus dem Erzgebirge zum ersten Mal in diesem Prestigeduell in Führung. 4. Saisontor von Stefaniak, perfekt getretener Elfmeter. Aber der HFC in Unterzahl mit prima Moral. Sie probierten es in der Folge. Auf Teufel komm raus. Aue hatte den Dreier trotz Jubel von Männel noch nicht im Sack. 76. Minute. Viel Platz für Hug. Und die Flanke gut für den eingewechselten Skenderovic. Wieder fehlte nicht viel. Der HFC probierte alles. Aber am Ende jubelte Aue. Pavel Dotschev und Co. bleiben auf Schlagdistanz zur Spitze. Das 3:2 in Halle. Ich glaube, ich
glaube, zweimal zurückkommen in einem Ostderby, das spricht für uns und auch als Mannschaft. Und wir dürfen auf jeden Fall stolz drauf sein. Ja. In unserer Situation haben wir viele Sachen auf den Platz gebracht, die gut waren. Wir haben nach vorne gespielt, wir haben Torchancen rausgespielt, wir haben Tore gemacht, was wir nicht gemacht haben. Und das ist essentiell, ist Verteidigen. Tja, und deshalb verpasst Halle den nächsten Befreiungsschlag im Tabellenkeller, bleibt aber noch über dem Strich. Und Aue gewinnt zum ersten Mal seit 1988 wieder in Halle und geht mit breiter Brust ins Sachsen-Derby gegen Dresden. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.